Herzlich willkommen zu dieser siebten Folge von unserer Webinarreihe Ernährung ist systemrelevant. Ich bin Fine und ich moderiere das Webinar. Und genau, ihr könnt sehen, dass ihr alle gemutet seid, also euer Mikro ist aus, einfach um so ein bisschen Nebengeräusche zu vermeiden. Und ja, voll schön, dass ihr alle eure Kamera anhabt. Es ist voll schön, euch auch zu sehen. Und genau, wir haben ja vorhin schon ein bisschen uns über ein paar Fragen im Chat kennengelernt und den könnt ihr auch jederzeit nutzen, um Fragen oder Kommentare reinzuschreiben. Und genau, um nochmal kurz einen Abriss zu geben darüber, worum es heute geht. Miri und Paulina werden einen kurzen thematischen Einstieg geben. Die beiden haben auch die Webinarreihe organisiert. Und danach haben wir ein Gespräch mit unserem heutigen Gast, Katharina. Die könnt ihr hier auch schon sehen. Und Katharina ist von der Initiative Faire Landarbeit. Und wir haben uns natürlich einige Fragen auch im Voraus überlegt, aber ihr seid auch herzlich dazu eingeladen, immer im Chat eure Fragen dann zu stellen. Und im Anschluss an das Gespräch gibt es noch so eine kleine Take-Home-Aufgabe oder Diskussion gemeinsam und danach einen thematischen Abschluss. Und wir sind ungefähr nach einer Stunde dann fertig. Und genau, wie Miri schon im Chat geschrieben hat, zeichnen wir das Ganze auf. Und das Audio findet ihr dann auf dem Janun YouTube-Kanal in den nächsten Tagen und könnt dann nochmal nachhören oder es auch Leuten weiterempfehlen, wenn die sich für das Thema auch interessieren. Genau. Und damit übergebe ich an Paulina und Miri. Danke dir. Ja, voll schön, dass heute mal so viele mit Kamera dabei sind. Das ist richtig cool. Genau, viele kennen uns vielleicht schon mittlerweile, trotzdem nur ganz kurz, was wir hier irgendwie so machen, was Ekona ist. Ekona ist nämlich die Initiative, woher wir uns kennen und mit der wir die Idee für ja, diese Gesprächsreihe hatten. Genau, und wir beschäftigen uns mit nachhaltiger Ernährung, mit dem Ernährungssystem, versuchen es selber auch für uns irgendwie immer ein bisschen klarer zu kriegen, was da eigentlich wie alles drinsteckt und zusammenhängt und machen dazu Workshops und eigentlich also Bildungsmaterialien. Zum Beispiel haben wir ein großes Wimmelbild gemacht, dazu später vielleicht auch noch mal mehr. Genau, jetzt hier mit dieser Gesprächsreihe sind wir so ein bisschen von unserem Kerngeschäft abgeschweift. Genau, kann vielleicht Miri noch kurz was zu sagen, was wir jetzt hier eigentlich machen. Ja, genau, als es losging mit Corona und den dazugehörigen Maßnahmen, hatten wir das Gefühl, dass die Auswirkungen auf das Ernährungssystem ziemlich groß sind. Manche Themen wurden dann auch irgendwie in den Medien stärker diskutiert. Und wir wollten gerne noch mehr Blicke auf das gesamte Ernährungssystem werfen können und eben auch verschiedenen Akteurinnen und Akteuren eine Stimme geben, um herauszufinden, was ändert sich gerade durch Corona. Und was für Chancen oder auch vielleicht ja Gefahren oder Hindernisse ergeben sich daraus, sodass wir irgendwie vielleicht ein bisschen mehr über das Ernährungssystem verstehen und sehen, was wir jetzt tun können, damit es sich in eine bessere Richtung entwickelt. Genau, und so zum Ernährungssystem, was wir uns da so drunter vorstellen, haben wir hier eine sehr vereinfachte Darstellung. Genau, und wir hatten in den letzten Wochen schon irgendwie Leute von den verschiedensten Ecken und Enden des Ernährungssystems bei uns quasi zu Gast. Genau, letzte Woche hatten wir, nee, vor 2 Wochen, genau, also letzte Folge hatten wir einen kleinen Exkurs und haben nach Bulgarien geschaut. Weil Ikona ein deutsch-bulgarisches Projekt ist, genau, und haben uns da quasi nochmal ein bisschen, ja, einen ganz kleinen Einblick in ein etwas anderes Ernährungssystem bekommen, was auch super spannend war, weil wir mit dem Mitarbeiter oder Mitorganisator einer Food-Kooperative gesprochen haben und da so diese Verbindung und auch der Bildungsaspekt, der irgendwie in der Food-Koop so stattfindet, nochmal super herauskam, sowohl für die VerbraucherInnen als auch für die LandwirtInnen. Genau, und dass da auch irgendwie noch viel Luft nach oben ist, aber ja, sich auch irgendwie viel tut. Und heute sind wir mal wieder zurück in Deutschland und genau, sprechen über ja, genau, die Situation von LandarbeiterInnen oder also Mitarbeitenden in der Landwirtschaft. Also sind quasi
wie in unserer allerersten Folge, jetzt mal wieder ganz links im Ernährungssystem. Genau, und was für uns irgendwie so, ja, das so das Zentrale ist an diesem Ernährungssystem, dass man irgendwie merkt, okay, jede Entscheidung, die ich halt treffe, hat irgendwie Auswirkungen wirklich auf alle Leute. Also ja, was ich einkaufe, aber auch wie ich anbaue, was ich irgendwie, wo ich mein Essen kaufe, herbekomme, wegschmeiße oder nicht wegschmeiße, das eben irgendwie nicht damit getan, dass ich es halt mit dieser einen Handlung, sondern es über die verschiedenen Stationen hat es halt Auswirkungen bis an alle Ecken und Enden des Ernährungssystems. Genau. Genau, und das Ganze war jetzt eben sehr einfach und wir haben auch nochmal eine komplexere Variante des Ernährungssystems versucht zu entwickeln und darzustellen. Das ist das Wimmelbild. Da können wir vielleicht noch einmal einen kurzen Blick drauf werfen. Können wir das? Können wir. Irgendwo. Oder ansonsten können sich das alle auch später zu Hause angucken, wenn sie es sich noch nicht angeguckt haben. Und wir schauen uns gleich einen Ausschnitt daraus an. Nämlich, wenn wir mit unserem Gast das erste Mal gesprochen haben. Sehr gut, vielen Dank euch beiden für den kleinen Einstieg. Genau, dann begrüße ich auch schon Katharina auf unserer kleinen Bühne. Voll schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Schön. Ja, du hast dir nämlich auch einen Ausschnitt aus dem Wimmelbild ausgesucht, ne, von dem schon die ganze Zeit hier die Rede ist. Vielleicht kannst du als Einstieg kurz sagen, warum du diesen Ausschnitt gewählt hast und dich auch so ein bisschen vorstellen. Genau, vielleicht sage ich als erstes was zum Wimmelbild. Ich habe diesen Ausschnitt gewählt, weil es ein bisschen, es könnte so ein brandenburgisches Dorf sein, in dem ich die letzten Jahre ziemlich viel unterwegs war in der Gegend, irgendwie Häuser zu verkaufen, dahinter aber Felder, die sozusagen eher industriell landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Also das Wimmelbild ist übrigens super cool. Ich habe mich total gefreut, mir das in Ruhe anzugucken. Habe aber gemerkt, es ist viel auch Positives und ich musste sozusagen sehr stark überlegen, wo kann ich jetzt das Thema, was ich heute habe, einbetten. Und ich habe das ein bisschen gewählt, weil diese Felder, man sieht da keine Menschen, die da arbeiten. Und das ist im Prinzip das Thema, was ich habe, dass es eine total große fehlende Sichtbarkeit gibt von sowohl Wanderarbeitskräften, also Saisonarbeitskräften, als auch anderen Menschen, die für einen Lohn in der Landwirtschaft arbeiten. Also wenn man über Landwirtschaft spricht, ist es meistens geht es um Bauern und Bäuerinnen, um Landwirte und Landwirtinnen, um Familienbetriebe, aber es geht selten um die Menschen, die dort beschäftigt sind. Und genau deswegen habe ich diesen Ausschnitt im Prinzip gewählt. Ich meine, dieses Jahr ist es alles ein bisschen anders, weil das, was ich jetzt sagen kann, ihr wisst alle ein bisschen was wahrscheinlich über die Situation von Wanderarbeiterinnen, ist was total Neues, weil das die letzten Jahre einfach nie so ein großes Thema in der Presse war und das ist jetzt gerade durch Corona einfach sehr sichtbar und sehr groß geworden. Genau, dann würde ich mich vorstellen, ja, oder? Ja, genau. Gerne. Genau, also ich bin Katharina Farelmann und ich bin Teil der Initiative Faire Landarbeit. Und die Initiative Faire Landarbeit ist ein Bündnis und dieses Bündnis besteht aus ganz vielen verschiedenen Akteurinnen. Und die großen oder die wichtigen Akteure sind einmal die Gewerkschaft, die zuständig ist für die Landwirtschaft. Das ist die IGBAU. Und dann als ganz wichtige andere Partner in dem Bündnis sind es die arbeitsrechtlichen Beratungsstellen, die auf vor allen Dingen osteuropäischen Sprachen Beratung anbieten, also Bulgarisch, wo sozusagen vielleicht zum letzten Webinar das ganz gut passt, Rumänisch, Polnisch, aber auch immer mehr Beratungsstellen, die auch auf Arabisch oder auf Farsi oder so beraten. Das sind dann ganz viele verschiedene Träger, aber vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Faire Mobilität ist ein Träger und dann gibt es den Europäischen Verein für Wanderarbeiterfragen, Arbeit und Leben und die haben in ganz Deutschland Büros, wo sie Beratungen anbieten. Die sind ein Teil davon. Ich arbeite in einem kleinen Institut. Wir arbeiten sozusagen eng mit der Gewerkschaft zusammen und machen eher so Hintergrundrecherche, das PECO-Institut. Und dann gibt es noch ganz viele ehrenamtliche beziehungsweise eher aktivistische Menschen, zum Beispiel der Interbrigadas e.V., die machen vor allen Dingen so Solidaritätsarbeit in Almeria, aber die sind auch mit Teil unserer Initiative in Deutschland und ganz viele Einzelpersonen aus dem ländlichen Raum. Und ich
arbeite sozusagen über das Institut für die Initiative, bin aber auch ehrenamtlich als Aktivistin mit dabei. Genau, was wir als Initiative machen, das erzähle ich, glaube ich, gleich, wenn ich noch den Input gebe. Okay, cool. Das ist voll cool, dass da so viele verschiedene AkteurInnen auch mit drin sind in diesem Bündnis. Heute geht es ja vor allem um lohnabhängig Beschäftigte in der Landwirtschaft, die aus dem Ausland kommen. Und genau, also dazu hast du ja so einen kleinen Input mit ein paar Folien vorbereitet. Ich glaube, das ist ganz spannend für uns, da erstmal so ein bisschen reinzugucken, was genau das heißt. Genau, ich erzähle vielleicht nochmal ganz kurz, weil es ja auch darum ging, sozusagen Stimmen zu hören von verschiedenen Bereichen des Ernährungssystems. Ich bin jetzt keine rumänische Wanderarbeiterin. Ich kann halt vor allen Dingen aus der Perspektive der Arbeit unserer Initiative sprechen und versuchen zu beschreiben, was wir erleben, und kann natürlich jetzt nicht für diese Menschen sprechen. Wofür ich aber sprechen kann, ist für Menschen, die lohnabhängig in der Landwirtschaft arbeiten, weil sozusagen mein Zugang zu dem Thema kommt daher, dass ich eine Ausbildung gemacht habe. Ich bin gelernte Gemüsegärtnerin. Ich habe ökologische Agrarwissenschaften in Witzenhausen studiert und ich habe auch eine Zeit lang in einem Kollektivbetrieb eine Solawi mitgestaltet als Gärtnerin. Das heißt, ich habe verschiedene Einblicke sozusagen in Landwirtschaft. Und für mich war es einfach immer ein Thema, dass ich nicht von einem Hof komme und selber auch nicht einen Hof besitze, sondern einfach mein Geld damit verdienen will, weil das ein Job ist, den ich gerne mache. Und nicht nur mir, sondern auch vielen Menschen um mich herum, dass so geht, dass das ein total toller Beruf ist, der aber einfach unter sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen stattfindet. Also die eigentlich alle Menschen in der Landwirtschaft arbeiten müssen, sehr lange arbeiten. Es ist oft eine körperlich sehr harte Arbeit und es ist eine Arbeit, wo wenig Menschen einen sehr hohen Lohn für kriegen. Also es ist, wenn man sich die Zahlen anguckt, dann ist es tatsächlich, das klingt jetzt ein bisschen komisch und ein bisschen hart, aber wenn man so Branchenvergleiche macht, ist es ein Teil vom Niedriglohnsektor in Deutschland. Also nur 25% der Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, verdienen so viel, dass sie nicht von Altersarmut gefährdet sind. Und das ist halt auch ein Antrieb für mich, mich mit dem Thema zu beschäftigen, beziehungsweise auch mich gewerkschaftlich zu engagieren. So, als kurze Vorrede. Ich würde jetzt meinen Bildschirm teilen. Ich muss mal gucken, ob das klappt. So, könnt ihr den sehen? Ja? Ja. Ich würde nochmal kurz das groß machen. Bildschirmpräsentation. So, genau. Genau, wenn wir von lohnabhängiger Beschäftigung reden, dann müssen wir uns auch angucken, wer arbeitet eigentlich in der Landwirtschaft. Und das ist hier so ein Schaubild vom Statistischen Bundesamt. Und man sieht, ungefähr 1 Million Menschen sind in der Landwirtschaft beschäftigt. Und davon ist die Hälfte Menschen, die aus der Familie kommen oder Betriebsleitung sind, also sozusagen Familienarbeitskräfte. Und die andere Hälfte, 50% oder ein bisschen mehr als 50%, sind Menschen, die für Lohn in der Landwirtschaft arbeiten. Und das auch nochmal zur Sichtbarkeit, das ist ganz vielen Menschen ganz unbekannt. Weil sozusagen, wenn wir in der Öffentlichkeit darüber reden, dann geht es eigentlich immer um bäuerliche Landwirtschaft, Familienbetriebe, Betriebsleitungen, Landwirte. Von diesen 50%, der blaue Teil, nämlich eigentlich ein ziemlich großer Teil, mehr als 60% von den lohnabhängigen Beschäftigten, sind Wanderarbeitskräfte, Saisonarbeitskräfte, also Menschen, die einer kurzfristigen temporären Migration nachgehen für die Arbeit, also so einer, man sagt auch To-the-Point-Migration, also einer auf einen sehr, sehr kurzen Zeitraum begrenzten Arbeitsmigration. Und diese Menschen kommen, das ist das untere Bild, was ihr seht, zu 95% aus dem Ausland, also sind nicht deutsche Staatsbürger, sondern sind Staatsbürger anderer Länder. Und ein ganz großer Teil kommt aus Polen. Das hat sich aber sehr stark verändert die letzten Jahre. Die Zahlen sind von 2016. Das werden immer weniger. Und die Menschen, die aus Rumänien kommen, auch ein großer Teil, werden immer mehr oder sind mehr geworden die letzten Jahre. Dann gibt es noch Menschen aus Kroatien. Bulgarien ist tatsächlich, treffen wir wenig auf den Feldern an Menschen aus Bulgarien. Die sind viel, wenn sie kommen, arbeiten im Bau. Woran das liegt, weiß ich nicht genau. Und einen anderen Teil, das ist andere europäische Länder, das, was hier fehlt, ist, was wir vermehrt haben, dass auch Menschen aus Drittstaaten kommen, also Menschen, die nicht europäische sozusagen Bürger der EU sind. Und das ist eine große Gruppe, die sich vermehrt, also die sozusagen mehr werden. Und das sind vor allen Dingen Menschen aus der Ukraine. Das hat auch was mit Lohngefällen von Ländern zu tun und
ja, genau, mit politischen Sachen. Und vielleicht nochmal zusammenzufassen, also das ist eine enorme Flexibilität, weil die Menschen kurz kommen. Ich erkläre gleich nochmal, warum die so kurz kommen. Und meistens sind es Menschen, die sehr stark von Armut betroffen sind und die wenig Rückhalt von staatlichen Institutionen haben. Also die, genau, die einfach darauf angewiesen sind, dieser Arbeit nachzugehen und da auch Geld zu verdienen mit. Wenn wir uns Saisonarbeit angucken, wir beschreiben das immer als sozusagen die Erfahrungen oder den Austausch, den wir mit den Menschen haben, die dieser Arbeit nachgehen, als flexibel und unsicher. Es ist so, dass vor allen Dingen in sehr großen, auch industriell arbeitenden Betrieben, auch wenn viel maschinisiert ist, wird dann zum Beispiel in der Ernte, findet noch viel Handarbeit an einem Punkt statt, also nicht die ganze Zeit, sondern dann, wenn der Salat geerntet werden muss oder der Spargel gestochen werden muss oder unten sehen wir einen Gurkenflieger zum Beispiel. Das heißt, es ist viel durchmechanisiert, aber es gibt dann immer einen Zeitpunkt im Jahr, wo für kurze Zeit sehr viele Menschen gebraucht werden. Und da kommt dann eine Regelung ins Spiel, und zwar die gesetzliche Grundlage, die die meisten Beschäftigungsverhältnisse als Grundlage haben, und zwar ist es die kurzfristige Beschäftigung in Deutschland. Es ist so, dass man 70 Tage, wenn man nur 70 Tage in Deutschland arbeitet, keine Sozialabgaben zahlen muss. Das gilt für verschiedene Branchen, aber das wird in der Saisonarbeit zu 95% genutzt. Und das ist auch diese begrenzende Zeit, die die Länder, die Menschen in Deutschland dann arbeiten. Das ist für die Menschen gut, weil sie dann mehr Geld auf der Hand direkt haben, aber für die Betriebe ist es natürlich auch gut, weil die Sozialabgaben sparen. Was nicht so gut ist, ist, dass es bedeutet, dass die Menschen einen kurzen Aufenthalt haben und keine Integration in unsere sozialen Sicherungssysteme haben. Das heißt, Krankenkasse ist oft ein ungeklärtes Thema. Theoretisch müssten sie eine haben, praktisch sieht es oft ganz anders aus. Wir kennen viele Menschen, die seit 20, 25 Jahren kommen, die erwirtschaften sich keine Rentenansprüche durch diese Regelung. Und das ist einfach dann ein Fehlen von Teilhabe an unserem sozialen Sicherungssystem. Dann ist ein Problem, an dem wir als Initiative auch hier arbeiten, dass es einen fehlenden Zugang zu Wissen über die Arbeitsrechte in Deutschland gibt. Das hat oft was mit Sprachbarrieren zu tun, dass Arbeitsrecht super kompliziert ist und sie oft nicht dann in Rumänisch oder so verfügbar sind. Und da versuchen wir halt immer mehr Materialien bereitzustellen, um das Arbeitsrecht auch sozusagen zu verbreiten und sozusagen die Hürden niedriger zu machen, dass die Menschen sich selber informieren können, Mensch, wie sind denn eigentlich die Regeln in Deutschland? Ohne in die Tiefe zu gehen, versuche ich kurz das ein bisschen abzureißen, wie so die Situation ist von vielen Menschen, die wir auf den Feldern antreffen. Also das trifft jetzt nicht auf alle Betriebe zu. Es gibt auch viele Betriebe, die sehr gute familiäre Verbindungen haben, wo die Menschen seit vielen Jahren kommen. Aber gerade in Betrieben, wo wir über 200 bis 2000 Saisonarbeitskräfte sprechen, erleben wir tatsächlich viele schlechte Arbeitsbedingungen oder schlechte Bedingungen, unter denen die Menschen arbeiten. Also sind zum einen total lange Arbeitszeiten, 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, zu wenig Ruhezeit, auch mal 14, 16 Stunden. Eine sehr harte körperliche Arbeit. Es wird eigentlich fast immer unter Akkord gearbeitet. Und das bedeutet, dass einfach versucht wird, den Leistungsdruck sehr hoch zu halten und den Anreiz zu schaffen, damit mehr Geld verdienen zu können. Aber meistens wird trotzdem nur der Mindestlohn erreicht. Der muss ja immer eigentlich pro Stunde gezahlt werden. Und da gibt es auch viele Umgehungsmechanismen über den Akkordlohn, wie auch sozusagen der Lohn total gedrückt werden kann. Und wir haben viele verschiedene Methoden kennengelernt mittlerweile, wie der Mindestlohn auch umgangen wird. Bevor es den Mindestlohn gab, war das kein Problem, weil da konnte man einfach niedrige Löhne zahlen. Jetzt müssen die Betriebe sehr erfinderisch werden. Eine Methode, nur ganz kurz erwähnt, die ziemlich gut funktioniert und rechtlich aber auch abgesichert ist, ist, dass die Menschen für sehr schlechte Unterbringungen zu 6, zu 8, zu 10 in Containern, in alten Kasernen ganz viel Geld bezahlen müssen. Und das funktioniert, weil man dann private Verträge hat miteinander und dann wird halt sozusagen am Auszahlungstag, wenn die Menschen nach Hause fahren, auch wieder das Geld für die Unterbringung eingestrichen und dann bleibt meistens nicht mehr ganz so viel übrig. Genau, für uns, oft haben wir nicht so guten Zugang zu den Menschen. Das heißt, wenn wir auf Betriebe kommen, werden wir auch oft weggeschickt. Manchmal gibt es Security, die uns den Zugang verweigern. Es gibt Unterkünfte, die mit Stacheldraht oder mit einem Zaun drumherum sind oder wo es Kameras gibt oder so. Das heißt, für uns ist es auch nicht immer so einfach, in Kontakt zu kommen. Und heute dieses Jahr ging das viel durch die Presse, dass es auch immer wieder die Einhaltung von Reisepässen gibt. Und das ist ein
Bestand der Zwangs-, also sozusagen, das ist ein, sagt man, ein Schritt in Richtung Zwangsarbeit, also Reisepässe, Pässe beinhalten, ist eine Situation, die sozusagen genau ein Bestandteil von Zwangsarbeit sein kann. Also das ist schon ein massives Vergehen. Findet nicht überall statt, aber wir hören immer wieder von solchen Fällen. Genau, was machen wir als Initiative Faire Landarbeit? Wir versuchen seit ein paar Jahren verstärkt bundesweit auf die Felder zu fahren und diese Isolation, weil das ist oft, deswegen habe ich auch das Wimmelbild ausgesucht, zum Beispiel ist das ein Bild in Brandenburg. Da ist einfach ländliche Regionen, da wohnen wenig Leute, es ist wenig los. Die Menschen sind in Kasernen untergebracht, sehen sich, aber sozusagen auch wegen Sprachbarrieren gibt es wenig Kontakt zur deutschen Gesellschaft in der Zeit, in der sie da sind. Und was wir versuchen zu machen, ist vor allen Dingen die Menschen aus den Beratungsstellen, die dann die Muttersprachen sprechen, die gehen dann hin, sprechen die Menschen an, sagen, hey, wie geht's euch? Wir haben übrigens das Beratungsangebot hier, habt ihr Informationen über eure Arbeitsrechte und quatschen einfach mit denen und gucken, wie es denen geht. Und hier seht ihr nochmal ein paar Bilder, wie das so aussieht, wenn wir da unterwegs sind. Und genau, wir versuchen immer ganz am Anfang der Saison unterwegs zu sein, an möglichst vielen Orten möglichst viele Menschen anzutreffen und das immer in so einem Bündnis auch aus Leuten von vor Ort, von der Gewerkschaft oder von den Beratungsstellen und versuchen, genau, möglichst viele Menschen zu erreichen. Hier sind nochmal so ein paar Bilder von den letzten 2 Jahren, wie wir unterwegs waren. Und dieses Jahr, aber da sprechen wir ja gleich auch noch drüber, ist das natürlich alles ein bisschen anders, weil genau auch diese Aktionen unter Corona ein bisschen erschwert sind oder die gesamten Bedingungen ein bisschen erschwert sind. Genau, so viel vielleicht erstmal kurz zu dem Input. Das war jetzt sehr kurz und sehr abgerissen, aber ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Einblick gewinnen. Ja, danke schön. Super spannend. Genau, bevor wir zu Corona kommen, möchte ich nochmal sagen, falls ihr Fragen habt oder so, schreibt sie in den Chat. Genau, ich bringe die dann mit ein. Genau, wie hat sich denn jetzt die Situation der SaisonarbeiterInnen verändert durch Corona und auch deine Arbeit in der Initiative? Genau, meine Arbeit hat sich gar nicht so stark verändert, weil ich also ich mache immer viel Feldaktionen mit und fahre viel mit raus, aber ich bin mehr mit der Organisation und der Hintergrundarbeit beschäftigt, weil ich ja gar keine der Muttersprachen spreche. Also vor allen Dingen für die Berater und Beraterinnen hat sich die Arbeit noch mehr ins Telefon verlagert, wobei für uns das Problem mit der Landwirtschaft ist, dass wir ganz wenig Fälle auch die letzten Jahre aus der Landwirtschaft immer hatten und deswegen auch die Feldbesuche machen, um einfach mehr in Kontakt zu kommen. Genau, ich versuche mal ein bisschen zu erzählen, was sich durch Corona jetzt vor allen Dingen für die Menschen, die herkommen, zum Arbeiten geändert hat. Es ist einfach so, dass sich nochmal relativ stark oder klar gezeigt hat, wie stark die Agrarlobby, also der Bauernverband und auch Arbeitgeberverbände aus der Landwirtschaft sind. Weil kaum war Corona sozusagen, es war klar, es gibt diese Pandemie und es wird Einschränkungen geben, kam aus der Richtung relativ viele Forderungen an die Politik, die im Prinzip alle umgesetzt wurden. Und es sind auch keine Forderungen, die neu sind, die jetzt einfach aber wieder hervorgebracht wurden. Das ist so ein bisschen die Vorstellung oder ihre Arbeitsvorstellung, die da jetzt nochmal zutage gekommen ist. Und eigentlich wurden alle Forderungen, die öffentlich gestellt wurden, auch vom Bundesministerium für Landwirtschaft oder sozusagen wurden dann umgesetzt und sind erlaubt jetzt als Ausnahmeregelung. Dazu gilt zum Beispiel, dass einfach jeden Tag 12 Stunden gearbeitet werden darf, also dass die Arbeitszeit massiv ausgeweitet wurde, in einigen Bundesländern die Ruhezeit verkürzt wurde und diese sozialversicherungsfreie Beschäftigung von 70 Tagen ist auf 115 Tagen angehoben worden. Und die Klöckner hat auch in einem Interview behauptet, das hat sie gemacht oder das wurde gemacht. Das hat sie ja nicht gemacht, aber das wurde gemacht, damit die Menschen länger hierbleiben können. Und das ist halt einfach totale Falschinformation, weil das sind alles EU-Staatsbürger und wir haben müssen nicht das Land verlassen, wenn diese 70 Tage auslaufen, sondern da geht es einfach darum, dass dann mehr Tage sozialversicherungsfrei beschäftigt werden kann. Also da wird ein bisschen auch mitgespielt. Genau, dann gab es die Grenzschließung am 25. März und relativ kurz danach war ja klar, dass es eine Luftbrücke geben wird, damit Menschen herkommen können zum Arbeiten. Also auch da wieder eine sehr starke Lobbyarbeit von den Betrieben, die auf diese Menschen angewiesen sind. Und dann wurde ein Konzeptpapier von dem Bundesministerium vorgelegt, was wir an einigen Stellen für sehr fragwürdig oder kritisch oder schwammig formuliert halten und nicht unbedingt einen Schutz der Menschen, die kommen, beinhaltet. Es ging dann ja auch relativ schnell durch die Presse, dass es ein
Menschen auf einem Betrieb in Süddeutschland gehabt, der an Corona gestorben ist. Also ne, das sind einfach so die Hygienemaßnahmen oder die Unterbringungsmaßnahmen, die wir stark kritisieren, wie sie da formuliert sind. Aber ich gehe da gar nicht ins Detail, weil das viel zu weit führen würde. Falls ihr da Fragen habt, können wir da noch drüber reden. Eher so ein bisschen, was insgesamt passiert ist, ist, dass sich die Bedingungen nochmal sozusagen dahingehend verschlimmert haben, dass die Abhängigkeit von den Arbeitgebern noch viel stärker ist oder Arbeitgeberinnen. Und zwar müssen ja Formulare ausgefüllt werden, dass die Menschen einreisen können, also über die Luftbrücke kommen. Das heißt, die Menschen sind für die Einreise, für die Unterbringung, für die Hygiene, für die Verpflegung, weil sie 14 Tage in Quarantäne auf den Betrieben gehen müssen. Also immer mehr Punkte, wo sie direkt abhängig sind von ihren Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen. Es findet eine noch stärkere Isolierung statt, weil jetzt auch die ersten 14 Tage, zumindest wenn neu eingereist wird, das Betriebsgelände gar nicht verlassen werden darf und in Kleingruppen gearbeitet werden muss. Und auch nochmal die Menschen, die neu kommen, explizit separiert werden von allen Menschen, die aus Deutschland auf dem Betrieb arbeiten. Aber gar nicht darüber nachgedacht wurde, dass die Menschen zum Beispiel aus Rumänien ja auch aus ganz vielen verschiedenen Haushalten oder Gegenden kommen. Und da wurde nicht als Konzept darüber nachgedacht, wie das gemacht wird, sondern die wurden in Gruppen gepackt und in Quarantäne gepackt, sozusagen auf den Betrieben. Das sind einfach lauter so Fragen oder auch so nochmal so ein Blick, vielleicht auch ein rassistischer Blick, wie auf diese Menschen geguckt wird. Genau, dann ist einfach wenig Informationen in der jeweiligen Sprache, steht zur Verfügung auch von den Ministerien, gibt dann so Hygieneregeln, die jetzt auch in alle Sprachen übersetzt werden. Und genau, also das heißt, Corona macht auch hier das, was vorher schon da war, mehr sichtbar und wie sagt man, macht es auch ein bisschen stärker im Prinzip. Was noch ein großes Problem ist, ist, dass die Rückreise nicht geklärt ist. Wer zahlt die Rückreise? Wie kann ich eigentlich zurückreisen? Was passiert, wenn ich zum Beispiel nach Hause will, weil irgendwas mit meiner Familie ist? Wie komme ich eigentlich zurück? Muss ich das dann erst mit welchen Behörden muss ich das klären? Wir haben auch Fälle gehabt, wo einfach die Kosten für die Anreise auch den Leuten jetzt schon in Rechnung gestellt wurde. Das ist auch sozusagen vertraglich vorher nicht geregelt worden. Genau, oder was mache ich, wenn ich nicht mehr auf dem Betrieb bleiben will, weil die Arbeitsbedingungen schlecht sind? Ich bin aber auf dem Betrieb in Quarantäne, abhängig von der Unterkunft. Das sind lauter so Fragen, genau, die wir von Anfang an kritisiert haben und wo wir auch schon Fälle haben, wo das einfach so eintritt, was wir uns an kritischen Sachen gefragt haben. Genau, nochmal, um es nicht alles zu negativ darzustellen, es gibt natürlich auch Betriebe, die das total cool machen und einfach normale, gute Menschen und Arbeitgeberinnen sind. Genau. Und was sich noch verändert hat, das ist vielleicht auch eine Chance, dass die Menschen auf einmal dadurch, dass viel weniger da sind, in einer ganz anderen Verhandlungsposition stehen. Also das merken wir auch immer mehr, dass sie wissen, die Betriebe sind extrem auf sie angewiesen. Und genau, wir wissen von einigen Sachen, die jetzt nicht groß durch die Presse gegangen sind, wo einfach geschafft wurde, sich einen höheren Lohn als große Gruppen auszuhandeln, wo, genau, habt ihr vielleicht mitgekriegt, der eine Streik, der groß durch die Presse gegangen ist, bei Spargelritter. Da gab es aber auch noch mehrere, die nicht durch die Presse gegangen sind. Genau, wo einfach, genau, es ist ein bisschen so ein Spannungsfeld auch in unserer Arbeit. Ich fand es irgendwie super cool, mit dem Streik in Bornheim ganz viel davon zu sehen. Was wir oft machen, ist es nicht an die große Glocke zu hängen aus dem Schutz von den Betroffenen. Nicht alle wollen das. Also du triffst nicht immer eine Gruppe von Menschen, die sagen, ja, wir wollen jetzt auf die Barrikaden steigen und wollen jetzt hier große Demos machen und so, sondern viele wollen einfach versuchen, mit Unterstützung, die wir dann immer anbieten, genau, ihren Lohn zu kriegen, vielleicht sicher nach Hause zu reisen. Und nicht alle sind interessiert daran, auch ihr Gesicht in der Öffentlichkeit zu sehen, weil sie auch auf die Jobs angewiesen sind und auch gerne vielleicht nächstes Jahr wiederkommen wollen. Genau. Und ja, genau, was sich noch verändert hat, ist, dass es einfach eine große Sichtbarkeit auf einmal gibt. Da bin ich aber ein bisschen pessimistisch. Also was total schön ist, zum Beispiel jetzt bei euch eingeladen worden zu sein oder vermehrt Presseanfragen zu haben. Aber ich gehe davon aus, dass das nächstes Jahr einfach alles wieder vergessen ist und wir weiter dafür rudern müssen, dass das, dass die Themen von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, auch weiterhin sichtbar bleiben. Du hattest vorhin gesagt, dass ihr eben viel auch Feldbesuche macht, weil ihr eben weniger Anrufe bekommt von Höfen oder so, wo es eben nicht so gut läuft. Wie ist das jetzt in Zeiten von Corona, wenn ihr diese Feldbesuche gar nicht mehr machen könnt? Wie bleibt ihr da in Kontakt mit den Leuten? Also ich muss vielleicht nochmal dazu sagen, ich weiß nicht genau, wie sehr ihr das sozusagen kennt.
diese Beratungsstellen, zum Beispiel für Faire Mobilität oder der Europäische Verein für Wanderarbeiterfragen, die beraten Menschen aus allen Branchen. Das heißt, die haben 10, 12 verschiedene Branchen und nicht nur in der Landwirtschaft sind die Arbeitsbedingungen schlecht. Ich muss jetzt an Logistik, an die ganze Fleischbranche, an Pflege und so denken. Und genau, da ist Landwirtschaft einfach ein ganz, ganz, ganz kleiner Teil. Und bevor wir Feldaktionen gemacht haben, haben sich eigentlich fast nie Leute aus der Landwirtschaft gemeldet. Und darum haben wir irgendwann angefangen, das zu machen, damit einfach, also wir haben uns gedacht, woran liegt es? Wieso kommen die Informationen nicht bei den Menschen an? Und haben uns dann einfach das als Konzept überlegt und haben gemerkt, seitdem wir das machen, mehren sich die Fälle, wo Menschen sich melden und sich auch beschweren. In diesem Jahr, klar, ist es so, es gibt einfach Menschen, die aus den letzten Jahren die Infos haben und sich melden. Und was die Gewerkschaften, auch die Beratungsstellen gleich gemacht haben, ist eine Corona-Hotline in diversen Sprachen einzurichten. Und es war ja klar, dass die Menschen über die Flughäfen kommen. Und eigentlich gab es die Idee, dass zentral mit den ganzen Hygieneregeln auch denen eine Karte mit dieser Corona-Nummer in die Hand gedrückt wird, wo klar war, sie haben eine Ansprechpartnerin in ihrer Muttersprache. Genau, das ist an einigen Orten findet eigentlich nicht statt. Und dann haben die Beratungsstellen oder auch die Leute von der Gewerkschaft haben angefangen von der EGBAU und sind an die Flughäfen gegangen und haben kreative Methoden, haben das auf große Schilder gedruckt, dass die Menschen die Nummer fotografieren konnten, haben Flyer in irgendwie desinfizierte Boxen am Ausgang gelegt oder haben mit so einem Teleskopstange dann irgendwie so die Flyer gehalten. Also so Ideen gab es. Und natürlich auch über die Presse, also sozusagen über Social-Media-Kanäle versucht es zu verbreiten. Viele von den Beratern und Beraterinnen haben sehr gute Kontakte dann jetzt nicht zu Gruppen, also natürlich vereinzelt auch zu Gruppen von Wanderarbeiterinnen aus der Landwirtschaft, aber eher so in die bulgarische oder in die rumänische Community jeweils in dem Ort, wo sie arbeiten und dann zu versuchen, über diese Kanäle die Infos natürlich auch weiter zu streuen, dass die möglichst weit ankommt. Und was super spannend ist, ich spreche leider kein Rumänisch, aber meine Kolleginnen, die Rumänisch sprechen, haben erzählt, dass im rumänischen Fernsehen super viel über die Situation hier berichtet wurde und dass da jetzt auch dieses Jahr ein großer, sagen wir mal, Aufschrei oder Blick darauf durch die Presse gegangen ist. Viele haben Videos von ihren Unterkünften gemacht, so Handyvideos, die wurden dann da in den, weiß ich nicht, Nachrichten gezeigt, also auf großen Sendern, und das ist einfach viel in der Diskussion und auch die genau, also auch die Botschaften sind da aktiv und treten mehr in Austausch mit Deutschland und sind auch ein bisschen, gucken denen da auf die Finger. Also die Arbeitsministerin von Rumänien hat sich auch mit unserem Arbeitsminister getroffen. Also da passiert gerade auch viel, was sonst Jahre zuvor nicht in der Form stattgefunden hat. Also es ist ein Austausch gibt und dass auch politisch darüber gesprochen wird. Voll cool. Wir haben hier eine Frage in dem Chat. Würdest du sagen, dass ihr schon bekannt seid bei den SaisonarbeiterInnen oder erreicht ihr immer noch so einen kleinen Teil sozusagen? Also hast du da eine Einschätzung? Beides. Also ich würde sagen, insgesamt ist es so, dass es diese Beratungsstellen für arbeitsrechtliche Beratung und auch die gewerkschaftliche Arbeit sozusagen in diesen diversen Sprachen, die gibt es einfach seit 10 Jahren oder so und sehr aktiv in der Landwirtschaft seit 5 Jahren beziehungsweise bundesweit seit 3 Jahren. Das ist eine super kurze Zeit und es gibt Regionen, wo sehr aktive oder engagierte Menschen bei uns aus der Initiative sind, die jedes Jahr rausfahren und mehrfach rausfahren, und da gibt es einen hohen Bekanntheitsgrad mittlerweile. Und dann gibt es aber auch Regionen, wo wir einfach keine Bündnispartner haben und wo dann einfach auch tatsächlich wenig Kontakt da ist. Und das sind ja 300.000 Menschen, sind extrem viel. Und es ist nicht so, dass man losgeht und dann einfach welche, also ne, diese Feldaktionen, die sind auch gar nicht so einfach. Ich habe das viel in Brandenburg gemacht. Man muss mal recherchieren, wo sind Betriebe, die überhaupt in Frage kommen und überhaupt sozusagen Saisonarbeitswanderarbeiterinnen anstellen. Da muss man die Flächen finden. Dann ist es nicht so, dass man sofort mit offenen Armen empfangen wird. Man muss erst mal in Kontakt kommen. Dann sucht man die Spargelfelder, um zum Beispiel die Menschen dann bei der Arbeit zu treffen und zu sprechen. Manchmal ist das erfolglos, dann fahren wir tagelang durch die Gegend und es ist schlechtes Wetter und keiner arbeitet. Also das ist eine sehr mühselige Arbeit auch. Genau, aber ich glaube, also was wir jetzt dieses Jahr auch mitgekriegt haben, dass bei Menschen, genau, dass sich schneller jetzt auch in den Beratungsstellen gemeldet wurde von Menschen, die schon mal in Kontakt waren oder die wir auch schon mal angetroffen haben. Aber das ist eine Frage, die kann ich gar nicht beantworten, weil wir das gar nicht flächendeckend untersuchen können oder so. Mhm. Ich würde sagen, es ist immer noch wahrscheinlich ein sehr kleiner Teil, aber ja.
Okay. Und was waren damals eigentlich deine Gedanken, als erstmal gesagt wurde, okay, die Saisonarbeitenden aus dem Ausland können gerade nicht kommen, jetzt am besten irgendwie alle Studis oder Arbeitslosen auf die Felder, ja, als ErntehelferInnen, ja, wie fandst du das damals? Wie fand ich das damals? Ja, das ist vor allen Dingen aus einer Gärtnerinnenperspektive, also als Mensch mit eigener Landwirtschaftserfahrung, habe ich mir gedacht, ja, das könnt ihr machen, aber das wird nicht hinhauen, weil das einfach eine super harte Arbeit ist und die wenigsten Menschen sind allein körperlich in der Lage, das einfach so ad hoc zu machen, ohne zu trainieren. Also es geht ja auch Menschen, weiß nicht, wenn ich als Gärtnerin in eine Gartensaison starte, dann ist es im Frühjahr auch immer mit viel Muskelkater und mit viel sozusagen sich wieder dran gewöhnen, besteht es in Verbindung und man ist nicht einfach die ganze Zeit topfit. Und genau, also 10 Stunden, 8 Stunden, 6 Stunden am Tag Spargel stechen und den ganzen Tag kopfüber irgendwo zu stehen, ist einfach, also das muss man sehr wollen, muss irgendeine sehr starke innere Motivation haben, zum Beispiel Geld verdienen oder sozusagen darauf angewiesen sein, oder muss da eine sehr große Leidenschaft für haben. Und genau, das ist, und es ist halt auch spannend, weil wenn man sich die Presse anguckt von der Anfangszeit, dann ist es auch so, dass das sehr hochgepusht wurde. Wenn aber Betriebsleiterinnen zu Wort gekommen sind, haben sie immer gesagt, ja, schön und gut, wir werden bestimmt einige Tätigkeiten haben, die wir damit ausgleichen können, das ist super. Aber die eigentliche Erntearbeit müssen Profis machen. Und die Profis, das waren immer dann die Menschen, die sozusagen sonst auch die Jahre vor Saisonarbeit gemacht haben. Und das ist für uns auch total spannend, weil das neu ist, so viel in Anführungsstrichen positive Wertschätzung der Qualifizierung von den Menschen zu haben. Also weil sonst wird jetzt auch wirklich zum Teil sehr schrecklich berichtet über, weiß ich, manchmal wird fast wie von Maschinen von diesen Menschen gesprochen, aber es gab auch echt einige Arbeitgeberinnen, die in der Öffentlichkeit gesagt haben, die sind super qualifiziert, die Leute sind da Jahren angelernt, die sind super schnell, wir sind total angewiesen auf die. Genau, das fand ich jetzt ziemlich gut, das ja mehrfach zu hören. Und vielleicht können wir das ja nächstes Jahr auch nutzen, zu sagen, hier, letztes Jahr habt ihr doch alle gesagt, das sind sehr, sehr wertvolle, sehr, sehr wichtige Menschen, die hier zum Arbeiten kommen. Dann müssen vielleicht auch die Arbeitsbedingungen dem angepasst werden, dass die Menschen diese Arbeit weiterhin machen. Eigentlich, wenn man sich das vorstellt, ne, die sind flexibel, kommen zu also es ist ja nicht immer gleich der gleiche Tag, an dem die Ernte losgeht. Das heißt, dann ad hoc musst du bereit sein zu kommen, deine Familie zu verlassen, super flexibel zu sein, bereit sein, dann eine ganze Zeit lang im Ausland vielleicht mit anderen Leuten, die du gar nicht so gut kennst, oder deiner Familie in so einem Zimmer zu wohnen, angewiesen zu sein auf die Verpflegung und den Ort, wo du bist, ganz viel zu arbeiten für unsere Verhältnisse relativ wenig Geld. Natürlich ist es in Rumänien dann doch schon auch Geld, mit dem die Leute was anfangen können. Und eigentlich gebührt diesen Menschen eine extrem hohe Wertschätzung und eine extrem, eigentlich, genau, müsste da ganz viel Anpassung der Arbeitsbedingungen stattfinden. Wie ihr aber bestimmt ja auch in den letzten Wochen diskutiert habt, ist es ja gar nicht so einfach in der Landwirtschaft, überhaupt finanziell auch über die Runden zu kommen. Wir haben ja, genau, nicht nur in dem Bereich auch Probleme mit Wertschätzung für landwirtschaftliche Produktion. Das ist ja leider so, dass es vielen Betriebsleiterinnen auch so geht, dass die nicht reich werden von dem, was sie tun oder einfach auch sehr überlastet sind. Mhm. Ja. Ja, du hattest gerade eben schon das nächste Jahr angesprochen. Was können wir denn machen, damit die Situation der lohnabhängigen SaisonarbeiterInnen jetzt nicht in Vergessenheit gerät nach ein paar Monaten? Ja, was ihr machen könnt, es ist immer total schwierig. Das, was ihr jetzt macht, ist halt total cool. Dieses Thema Ernährungssouveränität, Ernährungssystem, um diese Perspektive der Menschen, die dort arbeiten, zu erweitern und die Menschen auch zu fragen. Vielleicht auch mehr über Arbeitsbedingungen im Generellen zu sprechen. Also auch, was sind die eigenen Arbeitsbedingungen? Also das ist ja auch ein Thema, auch gewerkschaftliche Organisierung oder Arbeiten ist ja ein Thema, was irgendwie jeden von uns betrifft. Auch sozusagen Menschen, die in so einem Wissensbereich oder wie ihr in einem Bildungsbereich arbeiten, ist das ja auch nicht so, dass immer alles super gut ist. Was man auch ein bisschen machen kann, viele Menschen, oder wenn es so um die Frage geht, kann man immer sagen, ja, vielleicht gibt es das ein oder andere Label, was ganz gut ist. Da bin ich immer total vorsichtig, weil ich glaube total daran, dass es wichtig ist, dass die Menschen, die es betrifft, also die Wanderarbeiterinnen oder die anderen in Deutschland lebenden lohnabhängigen Beschäftigten, müssen eigentlich selber auch für ihre Rechte eintreten und sich vielleicht mehr organisieren und auch mehr vielleicht in die Gewerkschaft eintreten und für höhere Löhne kämpfen. Und so ein Label ist immer so eine privatwirtschaftliche Regelung. Die ist vielleicht für uns als Konsumentinnen zum Teil ganz gut, wo ich aber sagen muss, wenn es um Sozialstandards geht,
ist es total schwierig, weil das super unbefriedigend ist. Also was spannend ist zu machen, einfach wenn man in den Supermarkt geht, sich mal Labels anzugucken und zu gucken, haben die irgendwas mit Arbeitsbedingungen zu tun? Genau, was steht eigentlich hinter Labels, die vielleicht auch, gibt es vielleicht nicht nur ein Greenwashing, gibt es vielleicht auch ein, weiß nicht, wie man das dann nennt, Social Washing? genau, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen und das auch kritisch zu hinterfragen. Ja, und vielleicht auch da, wo man einkauft, mal nachzufragen oder wenn man unterwegs ist, zu gucken, wie geht es eigentlich den Menschen, die da arbeiten, auf den landwirtschaftlichen Betrieben. Ja. Und würdest du sagen, dass sich durch eure Arbeit und auch eben durch die höhere Aufmerksamkeit jetzt in den Medien schon ein bisschen was verbessert hat an der Situation allgemein? Also, du hast so ein bisschen angesprochen, okay, einige konnten jetzt schon höhere Löhne durchsetzen, aber zum Beispiel, was so die Hygienebedingungen, Sanitäranlagen, bessere Unterbringung und so angeht, habt ihr da Fortschritte schon bemerken können in den letzten Jahren? Also mit den höheren Löhnen, das muss ich nochmal kurz eingrenzen oder richtig stellen, falls ich das falsch ausgedrückt habe. Also es ist eher so, dass die Fälle, die wir jetzt auch dieses Jahr hatten, die Löhne, die ihnen zustehen, dass sie es geschafft haben, dass sie die bekommen. Und da sprechen wir immer von Mindestlohn meistens. Genau, es ist jetzt nicht so, dass da auf einmal sich die Löhne total verändert haben. Ja, die Frage ist auch, genau, es gibt an einzelnen Orten, weiß nicht, dann mal mehr Dixi-Toiletten auf den Feldern. Jetzt in Corona müssten das eigentlich ganz andere Sachen sein, mit fließend Wasser, wo einfach viel sich die Hände gewaschen werden kann oder wo die Hygienebedingungen besser sind. Generell ist das eine sehr mühselige, sehr mühselige Angelegenheit. Also das ist total schwer zu sagen. Also die Sichtbarkeit und auch, dass das politisch diskutiert wird, also zum Beispiel, dass diese ganzen Bedingungen in den Fleischbetrieben ja auch wirklich auf höchster politischer Ebene in den letzten Wochen diskutiert würde, würde ich sagen, ist schon ein Gewinn von der Corona-Zeit, die aber ja längst überfällig war, weil es ist nicht erst seit diesem Jahr bekannt, dass die Bedingungen katastrophal sind. Es ist jetzt einfach gerade nur super drängend, dass auf einmal alle das Gefühl haben, oder auch die Menschen in der Politik, okay, da müssen wir irgendwie an Schrauben drehen. Genau, deswegen, das ist total schwer zu sagen. Es sind ganz kleine Schritte, die da gegangen werden. Und das, genau, ich kann jetzt von nichts irgendwas sagen, was sich jetzt durch die letzten Jahre verbessert hat. Also was für uns super spannend ist oder cool ist zu sehen, Menschen wissen mehr über ihre Arbeitsrechte in Deutschland vielleicht an der einen oder anderen Stelle und trauen sich oder haben die Stellen wie die Gewerkschaft oder die Beratungsstelle kennengelernt und wissen, dass es Menschen gibt, die sie unterstützen, dass sie sich vielleicht nicht dann mit den Problemen ganz allein gelassen fühlen oder jetzt wie in dem Streik in Bornheim von der FAU, dass es Solidaritätskampagnen gibt und da auf mehreren Ebenen einfach immer mehr, also das ist was wir sozusagen, was ein Erfolg ist, dass immer mehr Organisationen das Thema Arbeit in der Landwirtschaft auch auf dem Schirm haben, also auch in den arbeitsrechtlichen Beratungsstellen, habe ich ja gesagt, war das vor ein paar Jahren kein Thema und da ist es jetzt total das Thema und das ist angekommen und die Menschen denken das mit. Ja, das ist, würde ich auch sagen, ist ein Erfolg. Okay, ja, das ist voll gut. Hoffentlich geht es so weiter. Wir haben leider wieder nicht mehr die Zeit, um wirklich auf alle Fragen irgendwie einzugehen. Aber bevor wir zu diesem kleinen Diskussionsteil kommen, nochmal als letzte Frage. Würdest du dich selbst und deine Arbeit bei der Initiative als systemrelevant bezeichnen oder auch die Saisonarbeitenden als systemrelevant? Ja, auf jeden Fall. Also meine eigene Arbeit weiß ich nicht, das ist eine schwierige Frage. Genau, aber die Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, entlohnabhängig beschäftigt sind, genau, sind super systemrelevant. Also genau, das ist ja auch allgemein anerkannt worden dieses Jahr. Also würde ich ganz klar Ja zu sagen. Genau. Okay. Ob ich jetzt als Individuum systemrelevant bin, das kann ich nicht beantworten. Ich glaube, unsere Arbeit ist sowieso relevant. Okay, danke schön, Katharina. Gerne. Das war echt super spannend. Und genau, vielleicht können wir ja gleich im Anschluss noch ein bisschen weiter diskutieren, falls ihr alle noch ein bisschen Zeit habt. Könnt ihr dann gerne auch noch.
Genau. Ich werde auch gleich nochmal in den Chat einen Link posten. Also von der Initiative Faires Landarbeit veröffentlichen wir seit 3 Jahren jedes Jahr so Berichte, in denen man sich nochmal tiefer reinlesen will. Auch so, was könnten politische Forderungen sein, oder wenn man mal eine Diskussion führen will. Da steht relativ viel zu Hintergrundinfos, was wir auf den Feldern erleben, wie wir arbeiten, was wir für arbeitsrechtliche Verstöße erleben. Und da kann ich euch von dem aktuellen Bericht den Link gleich mal reinstellen. Und wenn man aber Initiative Faire Landarbeit bei Google eingibt, dann findet man eigentlich auch die anderen Berichte, beziehungsweise das PECO-Institut, da wo ich arbeite, da sind die auf jeden Fall alle verlinkt. Genau, und das bekannter machen ist auf jeden Fall auch sehr, sehr hilfreich. Ich muss das mal eben suchen. Super. Mhm. Genau, und in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal ein bisschen erzählen, was die Idee für die kleine Gruppendiskussion ist. Und zwar wurde vor ein paar Tagen eine Kampagne gestartet, die nennt sich WanderarbeiterInnen schützen, gemeinsam gegen Entmenschlichung, Ausbeutung und Rassismus. Und da werden wir gleich mal auch den Link in den Chat posten. Und da gibt es ein paar Podcasts und Videos zu dem Thema. Und man kann bei einer Aktion mitmachen. Und zwar können alle ein Schild malen oder schreiben, auf dem steht, Solidarität bedeutet für mich, ... dann halt mit dem, was ihr mitteilen wollt. Und davon könnt ihr dann ein Foto machen und es dort eben teilen. Und die Idee war, dass wir in kleinen Gruppen überlegen, was diese Botschaft eben auf dem Schild sein könnte. Und wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr im Anschluss gerne eben dann eure Botschaft noch verschriftlichen und bei dieser Aktion mitmachen. Und ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht so 5 Minuten oder so dafür aufbringen. Genau, vielleicht nochmal als Hintergrund, das sind auch alles Menschen bei uns aus der Initiative Faire Landarbeit, das ist jetzt aus Thüringen, ist aber so gedacht, dass das auch bundesweit sozusagen als Kampagne dienen kann. Und es ist wirklich daran, sozusagen die Idee zu gucken, was würde das jetzt für uns in der Landwirtschaft bedeuten? Also Solidarität bedeutet für mich in Bezug auf Wanderarbeiterinnen. Genau, und das hatten wir ja vorhin auch ein bisschen angesprochen, das Thema Rassismus ist eigentlich auch ein riesiges, wenn wir uns das angucken. Deswegen finde ich die Kampagne so toll, weil sie das zusammenbringt. Also nicht nur zu sagen, ne, das sind Menschen, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten, sondern das hat auch was mit unserem gesamtgesellschaftlichen System zu tun, wie Arbeit und alles aufgeteilt ist. Ich habe auch so ein Bild, also die Idee ist, dass man sozusagen sich selber dann mit dem Schild fotografiert, und ich glaube, falls ihr da Lust zu habt, ist es auf jeden Fall super cool, dazu hinzuschicken. Ich habe eine E-Mail-Adresse von der Tina, die das macht, weil umso mehr Menschen sich da beteiligen, umso mehr startet das dann auch und nimmt seinen Lauf. Also genau, das ist dieses Solidarität bedeutet für mich. Voll gut, danke. Und genau, nach dieser kleinen Session geht es dann hier auch weiter im großen Plenum mit so einer Einordnung in den größeren Kontext und einer Zusammenfassung. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet alle eine gute Diskussion und habt vielleicht ein paar Botschaften oder so euch ausdenken können für die Aktion. Katharina hat auch nochmal die E-Mail-Adresse im Chat gepostet, an die ihr eure Fotos dann schicken könnt. Und genau, es wird auf jeden Fall auch in der Zusammenfassung dann nochmal alle Infos dazu geben. Und genau, jetzt kommt die Paulina mit einer kurzen Zusammenfassung von Janze. Ich hoffe, ich kriege es irgendwie zusammen, weil wir uns gerade schon 5 Minuten lang darüber unterhalten haben, wie unglaublich spannend es die ganze Zeit war. Und noch mehr Spannendes gehört haben. Vielleicht nochmal ganz kurz zum Anfang. Katharina hat ja irgendwie mal über Bornheim und den Streik und so gesprochen. Ich wohne halt in Bonn eigentlich, deswegen habe ich das super viel mitbekommen. Ich hatte gar nicht so den Eindruck, dass das so super überregional in der Presse war. Voll cool, wenn es doch so war. Nur so zur Einordnung, da war nämlich zum Beispiel auch die rumänische Arbeitsministerin da. So, und da ist halt super viel gelaufen. Der Streik war halt vor allem von rumänischen, also die waren echt zahlreich vertreten. Das war jetzt nicht irgendwie nur so eine Soli-Aktion von ganz vielen linken Gruppen aus Bonn, sondern es war vor allem von den, also mit Beteiligung der rumänischen Arbeiterinnen und halt zur Unterstützung die Freie Arbeiterinnen-Union, also die V.
Genau. Und kleiner Fun-Fact der ganzen Geschichte ist, dass dieser Spargelbetrieb ist halt insolvent und ist auch ein Erdbeerhof und die ganzen Erdbeerfelder stehen gerade verwaist dort und wurden sehr überrannt in den letzten Tagen von pflückenden Menschen, Scharen. Ja, natürlich nicht ohne, dass die Polizei vorbeigeschaut hat und tatsächlich Verfahren wegen Diebstahl eingeleitet worden sind. Richtig unnötig, aber genau, ich gehörte zu Menschen mit Glück und ohne Angst vor Polizei und schwimme in Erdbeeren. Genau, aber es ist irgendwie echt verrückt, also noch so. Genau, aber so zu heute, was wir heute gehört haben, genau, vielleicht erstmal irgendwie so zum Ansatz von der Initiative, was sich durch Corona verändert hat, vor allem, dass halt so Aktionen wie aufs Feld gehen, ist gerade irgendwie ein bisschen schwieriger, aber man braucht halt vor allem auch Fremdsprachenkenntnisse und die Beratung hat sich irgendwie ein bisschen vielleicht aufs Telefonische verlagert, aber genau, trotzdem, was halt irgendwie gerade durch Corona und insbesondere durch diese Situation nochmal total sichtbar wird, ist die Macht. Also wer hat Macht und wer hat keine Macht? Und das ist einfach die Agrarlobby und die Arbeitgeberverbände, dass deren Forderung, alles, was sie wollen, die Arbeitszeit wird mal eben hochgeschraubt, die Ruhezeiten werden runtergeschraubt. Irgendwie, es werden quasi Einreisestopps, die eigentlich gelten für alle Menschen, werden plötzlich aufgehoben und tausende Menschen dürfen auf einmal, also dürfen in ein Flugzeug und dicht gedrängt am Flughafen stehen, obwohl das für alle anderen Menschen fast auf der Welt gerade irgendwie verboten war. Also es ist total absurd. Und du hast dann gesagt, trotzdem, boah, die ArbeiterInnen sind so stark abhängig von den ganzen Papieren und den ganzen Formalitäten und deren Rückreise ist nicht geklärt und die sind total darauf angewiesen, durch auch diese Quarantänezeit, also die haben quasi noch weniger Spielraum und ich denke so, wie absurd, weil es sich so zeigt, wie abhängig wir von denen sind und trotzdem kriegen wir es hin, dass die von uns abhängig sind, also es ist so, oder was heißt von uns, aber ne, irgendwie total absurd und ja, wer hat Macht, wer hat keine Macht. Genau, und ja, was sich vielleicht irgendwie dann aber auch als Chance ergibt, ist halt dieses Thema Sichtbarkeit. Es ist einfach, irgendwie muss es als Chance gesehen werden. Wie gesagt, selbst im rumänischen Fernsehen wird irgendwie darüber berichtet. Genau, dann dachte ich auch kurz an unser Wimmelbild, hast du ja auch gesagt, da ist es irgendwie auch nicht so sichtbar. Also genau, wir arbeiten dran. Die Arbeit in der Landwirtschaft irgendwie sichtbarer zu machen. Und genau, weil einfach diese Situation, wenn viele Verbraucher in Deutschland einfach so das präsent hätten mit den Arbeitsbedingungen, wäre vielleicht das Konsumverhalten auch nochmal ganz anders. Aber es ist einfach ja so ein Randthema und eigentlich geht es halt, wenn es um Landwirtschaft geht, um Familien, also Familienbetriebe und wie es da so läuft. Genau, und dann so ein bisschen die Frage, okay, was kann man tun? Ein wichtiges Thema ist vor allem irgendwie, dass ArbeiterInnen halt, ja, ich würde sagen, irgendwie so Ownership ist schon wieder so ein wissenschaftliches Wort, aber dass irgendwie nicht über sie gesprochen wird, sondern es auch von ihnen ausgeht, dass du gesagt hast, okay, Labels, die Sozialstandards haben, das ist irgendwie was ich als Verbraucherin, die nicht in der Landwirtschaft irgendwie arbeitet, tun kann, aber dass es auch wichtig ist, dass die ArbeiterInnen irgendwie selber für ihre Rechte einstehen und selber hinter Kampagnen stehen, damit es genau, eben auch nicht dazu kommt, dass irgendwelche Kampagnen gemacht werden mit deren Gesichtern, wo sie gar nicht hinterstehen. Wo ich mich gerade auch gefragt habe, gab es vielleicht auch irgendwie gerade hörbare Forderungen in der Politik, mal über das System nachzudenken, sagen, okay, die Löhne müssen höher werden, wir müssen das irgendwie schaffen, ohne diese ausbeuterischen Arbeitsverhältnisse, dass Leute auch aus Deutschland diese Jobs machen wollen würden. Oder wäre das überhaupt wünschenswert aus Perspektive der ArbeiterInnen? So, das ist halt schon wieder irgendwie zu kurz gedacht und genau, dass es irgendwie ja wichtig ist, dass man da irgendwie nicht für Leute eintritt, ohne ja, oder wie auch gerade irgendwie in den Medien berichtet wird, also die Rumänen, dass es irgendwie, man vergisst, okay, das sind Einzelmenschen, das sind irgendwie, ja, wir haben eben kurz in der Pause darüber geredet, das ist eben irgendwie nicht wie in der Sklaverei, dass die Menschen dazu gezwungen wurden, das zu machen, sondern dass da schon auch irgendwo eine eigene Entscheidung hintersteht, die natürlich nicht ganz frei ist, weil sie es auch aus Abhängigkeit heraus tun. Genau, und ja, was wir halt selber tun können, ist dann vor allem vielleicht auch selber bei unseren, also in unseren eigenen Jobs irgendwie für faire Arbeitsbedingungen einzustehen und so zu denken, okay, jeder hat so seine eigene Frontline quasi, an der man irgendwie
ja, kämpft und für gute Arbeitsbedingungen irgendwie einsteht und dass das ja sowas wie ja auch auf Labels achten, irgendwie beim Kauf, was da so für Sozialstandards vermittelt werden, finde ich irgendwie auch spannend, weil ich dachte so, okay, ja, Social Washing gibt es halt nicht, weil es das auch nicht braucht, weil es halt auch niemanden interessiert. Also Greenwashing ist halt irgendwie vielleicht absatzfördernd, aber Social Washing ist halt gerade auch irgendwie so, ja, well, war noch nicht so notwendig, aber kommt ja, also ne, kommt vielleicht durch Corona, yeah. Genau, und ja, dieses mit der Systemrelevanz ist so, klar, sind die ArbeiterInnen systemrelevant, das zeigt sich gerade sehr eindeutig, aber wer dafür, also juhu, Glückwunsch, 100 Gummipunkte, also genau, haben die ArbeiterInnen gerade wenig von, würde ich sagen, und genau, was man vielleicht irgendwie auch so zum Abschluss nicht vergessen habe, ist diese Einordnung in den Kontext, den wir ganz am Anfang hatten. Es geht halt nicht nur um ausländische Saisonarbeitskräfte, sondern generell um unabhängig Beschäftigte in der Landwirtschaft, ob jetzt mit rumänischem, polnischem oder deutschem Pass. Genau. Jo, ich hoffe, das waren alle Punkte. Genau, ich weiß nicht, Katharina, möchtest du auch noch was sagen zum Schluss erstmal? Ja, vielleicht noch einen Satz. Erstmal, genau, voll schön, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mir Spaß gemacht, nochmal auf einer ganz anderen Ebene von dem Thema zu sprechen. Und ich wollte nochmal ganz kurz sagen, das haben wir eben kurz in der Pause nämlich auch gesprochen, den Aspekt, das ist immer ganz schwierig in der Vermittlung oder in dem, was ich erzähle oder wenn wir erzählen, nicht die Menschen immer als Opfer darzustellen, sondern einfach das, was du auch gerade gesagt hast, immer im Blick zu haben, die machen das aus einer eigenen Motivation, die ist zwar vielleicht nicht immer frei, aber niemand von uns ist frei in dem kapitalistischen System, aber zu sagen, das sind alles Menschen, die haben das gewählt und die haben sozusagen auch eigene Handlungen hinter dem, was sie tun oder eigene Ideen hinter dem, was sie tun und die auch als gleichberechtigte Menschen anzugucken, auch in der Berichterstattung, also nicht diesen Fehler zu machen, der oft in der Presse gemacht wird, über große Gruppen zu sprechen, als wären das keine individuellen Menschen. Das hat nämlich auch mal was mit Rassismus zu tun. Und dann wollte ich noch mal ganz kurz die Einordnung machen, dass das ein weltweites Problem ist, dass das in Deutschland vielleicht auch noch eine mildere Form ist. Wir wissen ja alleine, wenn wir in Europa nach Italien gucken, nach Süditalien oder nach Almeria in Spanien, da sind die Sachen genau vom System her die gleichen, natürlich noch ein bisschen extremer. Und das ist weltweit im Ernährungssystem so, dass Menschen, die lohnabhängig beschäftigt sind, also dass dieses Wohlstandsgefälle, Menschen aus dem gleichen Land oder aus anderen Ländern, wo der Wohlstand niedriger ist, in andere Länder wandern und immer sozusagen bei denen, die Lohn verdienen in der Landwirtschaft, versucht wird, der Preis niedrig zu halten. Und das hat was mit unserem gesamten Ernährungssystem zu tun, wie produziert wird. Und da hängt Deutschland mit der ganzen Welt zusammen und auch die Produktion hier und auch die von Spargel und Erdbeeren. Genau, das vielleicht noch so als Abschluss. Ja, vielen Dank, Katharina, dafür, dass du da warst und uns so einen recht tiefen Einblick auch gegeben hast in die ganze Problematik. Und ich glaube, wir haben alle super viel mitgenommen an neuen Gedanken und auch Fragen, die wir weiter so nachgehen können und mit unseren Mitmenschen weiter besprechen können. Und wir sind leider jetzt schon am Ende angelangt. Und wie immer interessiert es uns natürlich sehr, wie ihr es heute fandet. Also schreibt gerne in den Chat, was ihr gut fandet, was ihr euch für die nächsten Folgen anders wünschen würdet. Und natürlich könnt ihr auch gerne weiter mit uns im Zoom-Raum bleiben, falls ihr uns persönlich Feedback geben wollt oder noch weitere Fragen auch an Katharina habt. Genau, wir sind jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen da. Und ansonsten ist unsere nächste Folge übernächsten Montag, also in 2 Wochen, zur gleichen Uhrzeit unter dem gleichen Link. Und da werden wir Isabella wahrscheinlich da haben, die bei einer Abgeordneten aus dem EU-Parlament arbeitet mit dem Schwerpunkt Agrarpolitik. Und werden da einen Einblick bekommen. Und wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, dann könnt ihr in unsere Telegram-Gruppe gucken. Da wird auch der Link gleich nochmal im Chat gepostet und da gibt es auch nochmal eine Zusammenfassung von heute und von den letzten Malen. Genau, und da gibt es dann eine Terminerinnerung. Und ansonsten voll schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Und habt noch einen wunderschönen Abend und ja, vielleicht bis bald zur 8. Folge.